willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Juline Lisa und ich freue mich mega, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt. In diesem Video packen wir zusammen den Asam Beauty Adventskalender aus und ich bin schon richtig gespannt. Ich habe dieses Jahr nur einen gekauft und zwar den roten. Das ist der Skincare, Haircare, Bath and Bodycare Adventskalender gewesen. Es gab noch einen mit Make-up und Beauty-Produkten, allerdings habe ich mir ein bisschen die Spoiler hinten drauf durchgelesen und es war so gut wie der gleiche Adventskalender von letztem Jahr, deswegen tut mir leid, ich konnte es nicht übers Herz bringen, für 60 Euro den Adventskalender zu kaufen, wenn genau der gleiche Inhalt drin ist wie letztes Jahr. Jetzt habe ich es schon verraten, der Adventskalender hat 59,99 € gekostet, heißt 10 Euro teurer als letztes Jahr, deswegen bin ich gespannt, was er dieses Jahr so kann. Der Adventskalender hat eine richtig, richtig tolle Qualität und ich mag das richtig gerne, wenn hier so kleine Boxen drin sind. Ich mag die Farbe auch sehr gerne und die Musterung mit dem Rot-Gold. Das Gold, ist im Licht so richtig schön glänzend. Der Adventskalender soll anscheinend einen Warenwert von 187 Euro haben. Ich rechne natürlich wieder alles aus. Seht ihr am Ende eingeblendet? Denkt dran, über die Hälfte von den ganzen Produkten von allen Adventskalendern könnt ihr am Ende vom Dezember gewinnen. Das Ganze werde ich in 4 bis 5 Pakete verpacken. Das heißt, es wird 4 oder 5 Gewinner geben. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist den Adventskalender-Videos von mir einen Daumen nach oben zu geben und einen Kommentar zu verfassen, welchen Adventskalender ich als nächstes auspacken soll. Und dann nehmt ihr schon automatisch an der Verlosung teil. Sollte natürlich auch ein Follower von meinem YouTube-Kanal sein. Das Ganze ist kostenlos und ihr verpasst sogar keins meiner Videos. Ist auf jeden Fall schon super, super schwer. Und hier haben wir von Asam Beauty ein Ahuhu Haircare Koffeinshampoo für Kraft und Fülle. Oh, da wird sich meine Mama sehr, 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 sehr doll drüber freuen. Sie liebt nämlich solche Shampoos, wo Koffein drin ist für Fülle. Deswegen richtig cool. Also ich persönlich würde es nicht benutzen, meine Mama wird sich aber sehr freuen. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass in der Nummer 2 die passende Spülung dazu ist. Und hier haben wir ein ganz kleines Produkt und zwar ein Retinol Augenbalm. Oha, das ist cool. Also quasi eine Augencreme. Retinol. Muss ich sagen, finde ich total cool. Das sind 7 Milliliter, also eine total angenehme Größe. Ich meine, in den Augenpartie braucht man nicht unfassbar viel Creme, deswegen damit kommt man sehr, sehr lange hin. Und das ist doch auch ein sehr cooles Produkt. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie ich den Asam Beauty Adventskalender letztes Jahr fand, aber ich lasse mich einfach mal komplett neu auf den Adventskalender ein. Wir machen weiter mit Nummer 3 und hier haben wir von Asam Beauty das Aqua Intense Hyaluronserum. Voll die coolen Sachen, also um ehrlich zu sein, ist der Adventskalender, glaube ich, nicht so für meine Alterskategorie gedacht. Also zum Beispiel Hyaluron ist geil für die Haut. Finde ich cool, aber irgendwie gibt der Adventskalender mir so Vibes, dass der für meine Mutter perfekt wäre. Und meine Mutter ist im 40er-Bereich, deswegen, ich weiß nicht, ob ich den Adventskalender für mich jetzt so angebracht finde und ob ich hieraus überhaupt irgendwas benutzen werde. In der Nummer 4 haben wir, glaube ich, eine Maske drin oder solche Kapseln. Es ist eine Maske und zwar die Asam Beauty Night Therapy Mask. Die Festigkeit und die Elastizität. Ja, also ich mit meinen 19 Jahren habe noch eine relativ elastische und feste Haut. Deswegen, trotz all dem, cooles Produkt. In der Nummer 5 haben wir eine Handcreme und zwar in einer riesigen Größe. Hier sind 75 Milliliter drin und das ist eine Retinol Intense Handcreme. Finde ich unfassbar cool, dass da nicht so eine kleine Probegröße drin war, sondern dass es wirklich, ich denke mal, eine Full-Size-Größe ist und also total cool. Bis jetzt kann ich mich auch echt noch nicht beschweren. Nikolaus Nummer 6. Ich bin jetzt sehr gespannt, was hier drin sein wird. Ist relativ schwer. Das ist das Magic Finish Mousse. Es ist eine Foundation, Concealer, Primer und Creme in einem. Finde ich jetzt krass, weil eigentlich ist es ja Make-up und hier geht es um Skincare, Haircare, Bath and Bodycare. Finde ich aber sehr, sehr cool, dass sie das reingepackt haben. Eine Freundin von mir hat sich das gestern noch gekauft, weil sie das so, so toll findet. Ich trage ja keine Foundation und kein Make-up, deswegen benutze ich das nicht. Ich will es aber mal unbedingt ausprobieren für unter meine Augenpartie. Und vielleicht zum Bronzen, wenn ich mir eine Nummer dunkler hole. Aber also ganz TikTok, ganz Instagram und so viele Leute, die ich kenne, reden über dieses Produkt, lieben es und benutzen es wirklich gerne. Deswegen mega cool, glaube ich, für den Großteil. Wundert mich trotzdem, dass da ein Make-up-Produkt drin ist. Aber wäre cool, wenn hier noch so ein bisschen Make-up drin wäre. Eine Fußcreme drin. Boah, ich liebe ja Fußcremes. Egal ob Sommer oder Winter, ich creme so gerne meine Füße ein und gehe so gerne zur Pediküre. Ich liebe das ja, wenn die Füße so richtig weich und geschmeidig einfach sind. Und deswegen haben wir hier eine Fußcreme.
Ich weiß nicht, ob der Adventskalender jetzt noch was für jüngere Leute als mich wäre. Heißt so 17, 16, 15 Jahre. Ich glaube, ich würde euch dann von dem Kalender abraten. Aber alles, was so in die 20, 30, 40 Kategorie geht, ich glaube, die Leute werden es lieben. Ich muss dennoch sagen, dass ich den Preis mit 60 Euro schon relativ heftig fand. Aber wer weiß, vielleicht lohnt sich das ja wirklich komplett. Der Nummer 8 haben wir drin. Ein Arganöl für die Haare. Boah, das werde ich ja benutzen. Oh mein Gott, ich benutze aktuell von Olaplex ein Haaröl. Und das geht schon ins Geld. Sage ich euch, wie es ist. Und es ist so eine kleine Flasche mit Arganöl drin für die Haare. Hey, wie cool. Oh mein Gott. Also das werde ich direkt morgen beim Haareglätten ausprobieren. Und ich bin gespannt, wie ich das finden werde. In der Nummer 9 haben wir eine Magic Care Watermelon Gesichtsmaske drin. Und ja, ist ganz cool. Und ich finde, mit Gesichtsmasken kann man eh nie was falsch machen. Ich liebe Skincare und Gesichtsmasken. Nummer 10. Ein Serum drin. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was das für ein Serum sein soll. Aber ich finde, es sieht voll interessant von der Verpackung her aus. Und ich muss sagen, dafür, dass das Probegrößen sind, ist da echt viel drin. Hier sind zum Beispiel jetzt 20 Milliliter drin. Nummer 11. Das sieht sehr, 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 sehr interessant aus. Und hier haben wir eine Super Lift Neck Cream. Oh mein Gott, ja. Morgens und abends auf den gereinigten Hals und auf das Dekolleté auftragen. Hey, krass. Ich wusste gar nicht, dass es solche Produkte gibt. Und hier haben wir einen Smooth Roller drinne. Oh mein Gott, das ist so ein Massageroller für die Haut. Damit könnt ihr eure Serums, Gesichtscremes und sowas noch besser in die Haut einarbeiten, dass die Haut es noch mehr aufnimmt. Wie cool, oh mein Gott. In der Nummer 13 befinden sich einfach Self-Tanning Drop für das Gesicht. Gibt meine Mama ja auch solche Bräunungssachen fürs Gesicht. Damit ist sie richtig in Love. In der Nummer 14 haben wir eine Lip Cream. Volume Lip Cream. Boah, sowas liebe ich ja auch total. Oh, wie cool. Nummer 15 ist ein riesiges Türchen und auch wieder richtig, richtig schwer. Und hier haben wir bestimmt... Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, bestimmt die passende Spülung dazu hier drin. Aber es ist ein Duschgel, Tropical Fruits. Ist für den Winter als Duft jetzt nicht so angebracht, aber es riecht bestimmt trotz all dem total gut. Ich möchte das nicht aufmachen. Ich packe den nämlich gerade wieder ein. Und ich habe überlegt, den meiner Mama zu Weihnachten, also nicht zu Weihnachten zu schenken, aber halt am 1. Dezember zu schenken. Und ich glaube, sie kann nämlich mit den Sachen viel, viel mehr anfangen als ich. Oh mein Gott. Das sind halt alles Sachen, die ich nicht benutzen kann, weil meine Haut noch viel zu unreif und zu jung dafür ist. Aber wir haben hier eine Collagen Lift Cream, eine Nachtcreme mit Collagen. Oder Kollagen? Ich glaube, es ist Kollagen. Das sind halt alles Sachen für ein bisschen reife Haut. Ich kenne mich nämlich gar nicht damit aus. Aber... ich weiß, meine Mutter hat auch so eine Nachtcreme und mag die richtig gerne. In der Nummer 17 befindet sich, oh mein Gott, ein Keratin-Hair-Serum. Boah, ey, sowas liebe ich ja. Boah. Also in so Haarprodukte finde ich unfassbar interessant. Sehr, sehr nice. Wir sind jetzt schon bei 18. Und hier haben wir drin eine Hydrating Rosenquarz-Ampulle. Sieht vom Packaging auf jeden Fall richtig süß aus. Eine Ampulle finde ich jetzt schon relativ wenig, ist ganz cool zum Testen, aber ein bisschen ärgerlich, dass nur eine drin war. Nummer 19 haben wir nochmal eine Gesichtsmaske. Wir hatten jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Gesichtsmasken schon hier drin. Und zwar eine klärende Kombucha-Maske mit weißer Tonerde. Ist jetzt schon sehr, sehr viel mit Gesichtsmasken, aber es ist ja auch ein Skincare-Adventskalender. Also eigentlich wirklich gerechtfertigt. Nummer 20 haben wir ein Badezusatz, ein Badezucker heißt es hier sogar. Soft Vanilla. Oh mein Gott. Ey, wie cool. Boah, ich liebe Vanillebadesalze. 21. Ein Eye-Serum drin, also nochmal eine Augenpflege hatten wir ja jetzt auch schon ganz am Anfang mit drin. Ist ganz cool, um 2 verschiedene zu testen, aber 2 Augencremes, die dauern so lange, bis die leer sind. Nummer 22 haben wir, oh mein Gott, aus der Vitamin C-Reihe ein Serum. Und die Vitamin C-Reihe liebe ich. Ich habe mir die mal vor einem Jahr, glaube ich, gekauft. Eine Nachtcreme, eine Tagescreme und das Serum. Vitamin C-Reihe ist die einzige Skincare-Reihe, die ich von Asam Beauty ausprobiert habe. Und ich liebe die. Und meine Mama hat die Nachtpflege davon auch so
gefeiert. Sehr, 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 sehr cool, wirklich. Wir sind bei der Nummer 23 angekommen. Boah, das ist auch wieder ein richtig schweres Türchen. Und hier haben wir einen Conditioner, und zwar den Rice Milk Conditioner aus der Paradise Kollektion, Reihe, wie auch immer man es sagen möchte. Was ich jetzt ein bisschen dumm finde, ist, warum haben die nicht zu dem Koffein-Shampoo den passenden Conditioner reingetan oder hierzu das passende Shampoo? Das sind halt zwei komplett verschiedene Reihen. Wir öffnen den letzten Karton und der ist relativ klein und ich finde, da muss jetzt wirklich was Besonderes drin sein. Und hier haben wir eine Gesichtscreme. Die Supreme Hyaluron Cream. Hier hatten wir ja auch schon das passende Serum zu. Finde ich ganz cool gematcht. Wäre jetzt cool, wenn hier ein Full-Size-Produkt drin gewesen wäre. Also wirklich so eine große, große Größe. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das alles so Travel-Sizes sind. Also keine Probegrößen, auch keine Geschenkegrößen, sondern so von der großen Größe die Hälfte, wenn ihr wisst, wie ich meine. Ich blende euch jetzt mal hier den Gesamtwert von dem Adventskalender ein. Versprochen wurden uns ja 187 Euro. Ich kann irgendwie relativ schwer meine Meinung zum Kalender abgeben. Also ich muss sagen, ich fand den cool. Das Einzige, was mir daraus gefallen hat, die ich jetzt wirklich benutzen könnte, sind drei Produkte. Und zwar haben wir hier einmal das Arganöl, die Lip Cream und das Haarserum. Das wären jetzt so Produkte gewesen, die ich für mich benutzen könnte. Der Rest ist einfach noch nichts für meine Haut oder... Es catcht mich schon, aber ich glaube, der ist eher was für ein bisschen ältere und reifere Haut, um es mal so auszudrücken. Deswegen, meiner Meinung nach, ich finde es jetzt schwierig. Also es kann natürlich auch sein, dass da jetzt jemand, der noch jünger ist als ich, sitzt und sagt, boah, der Adventskalender wird es, ich liebe den Adventskalender. Ich fand den cool, ich bin auf den Wert gespannt, aber ich finde es schwierig. Ich glaube, für mein Alter und jetzt würde ich mir den nicht holen. Aber das heißt nicht, dass ich den Adventskalender schlecht finde. Ich darf auch nicht vergessen, dass der Adventskalender 60 Euro gekostet hat. Das heißt, das war einer der teuersten Adventskalender, die es bei DM und auch bei Rossmann zu kaufen gab. Ich glaube, es war sogar der teuerste. Deswegen ist schon ein stolzer Preis, aber muss im Endeffekt jeder für sich selber wissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt mir das doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Habt eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss!